Differentialdiagnose, meine Herrschaften, denn im heutigen Türchen meines Adventskalenders, in dem ich euch jeden Tag ein Spiel, das ich gerne spiele, vorstellen möchte, geht es heute ins Krankenhaus. Und damit hallo zusammen, ich bin die Miri und herzlich willkommen zu Project Hospital, einem Spiel, in dem ich mich permanent an Dr. House erinnert fühle. Nicht, weil hier ein mega unhöflicher, aber genialer Arzt umherläuft, sondern weil wir selbst in die Rolle des Arztes schlüpfen, während wir allmählich unser Krankenhaus Abteilung für Abteilung erweitern. Wir verschreiben Untersuchungen und Medikamente, planen Operationen, untersuchen Notfälle und kämpfen nicht selten auf der Intensivstation um das Leben unserer Patienten, während wir gleichzeitig unser Krankenhaus managen. Und wie das zusammen funktioniert, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Um euch möglichst viel von dem, was ich eben aufgezählt habe, zeigen zu können, habe ich mich entschieden, eins der Szenarien zu laden. Das ist ein vorgefertigtes Krankenhaus der Allgemeinchirurgie, das wir führen sollen, in dem es allerdings nicht nur eine Chirurgie gibt, sondern selbstverständlich auch eine Allgemeinmedizin, die gehört standardmäßig dazu. In jedes Krankenhaus sehen wir hier unten, da sehen wir jetzt diesen farbigen Bereich, das gehört alles zur Allgemeinmedizin. Sind auf der einen Seite ganz normale Ärzte, also sowas wie unser Hausarzt, auf der anderen Seite aber auch die eigentliche Notaufnahme, die wir auch aus dem Krankenhaus kennen. Dann haben wir eine Radiologie, in der wir ja radiologische Untersuchungen, sowas wie ein Röntgen oder ein MRT durchführen können. Wir haben Labore, also ein Blutlabor, Mikrobiologie-Labor und so weiter. Die Intensivstation befindet sich hier für die ganz harten Fälle und natürlich die Allgemeinchirurgie, die sich hier im obersten Stock befindet. Damit wir auch wirklich alle Fälle hier selber diagnostizieren können, werde ich gleich mal einstellen, dass alle Patienten, die hier ankommen, von uns selber diagnostiziert werden. Das muss man nicht machen. Wenn man keine Lust hat auf bestimmte Abteilungen oder wenn man einfach nicht so viel diagnostizieren möchte, kann man das auch weglassen. Aber ich finde, der große Charme dieses Spiels ist, dass man das eben auch selber machen kann. Und damit wir sehen, wie das funktioniert, werde ich jetzt die Pause lösen. Wir werden auch gleich mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, damit die Patienten erstmal ankommen. Und ja, ich hätte jetzt natürlich auch anfangen können, das hier alles selber aufzubauen, aber erstmal würde das sehr lange dauern und ich muss auch zugeben, der Baumodus ist jetzt nicht die größte Stärke des Spiels. Es ist zwar super schön, dass man das hier alles selber bauen kann, ne, so sehr detailliert. Ihr seht das ja, was es alles an verschiedenen Objekten gibt, die man hier platzieren kann. Ist natürlich alles wunderbar, auch die Gestaltungsmöglichkeiten und so. Aber es ist eben sehr kleinteilig und hat wenig Komfortfunktion, sag ich mal. Deshalb, das wollte ich euch jetzt einfach nicht antun. Es macht schon Spaß, das auch aufzubauen. Aber hier möchte ich vor allem das Diagnostizieren zeigen. Unser erster Patient ist eingetroffen, ein Joachim Eriksson. Der ist in der Allgemeinmedizin angekommen, hat sich jetzt dem Doktor vorgestellt und in der Befragung angegeben, dass er Harndrang und abdominale Schmerzen hat. Gut, Harndrang an sich ist jetzt noch, gut, hier steht andauernder Harndrang, das ist schon eher ungewöhnlich, ich wollte gerade sagen, also, ne? Und unser Arzt, der weiß jetzt, das muss entweder eine interstitielle Zystitis sein, auch eine chronische Erkrankung der Blase genannt, oder es sind Nierensteine. Ihr merkt es vielleicht schon, hier wird mit sehr viel Fachbegriffen um sich geschmissen. Also das Spiel ist sehr, sehr gut recherchiert, was die medizinischen Bereiche angeht und auch die Symptome und die Behandlung und so. Ich versuche das so gut wie möglich, euch zu übersetzen, was hier was sein soll. Aber ja, man lernt sehr viel in diesem Spiel. Wie gesagt, er hat entweder das hier oder das hier. Beides gehört von der Abteilung her eigentlich in die Chirurgie. Das weiß unser Arzt jetzt aufgrund dessen, was er hier sieht. Deshalb würde ich den schon mal gleich in die Chirurgie überweisen, dass der gleich schon mal in der richtigen Abteilung ist. Das habe ich jetzt hier oben gemacht, wie ihr seht. Ne? Da gibt es das, wenn man später noch weitere Abteilungen hat, kann man natürlich auch in die überweisen, sofern es sinnvoll ist. Nun versuchen wir herauszufinden, was er von den beiden Sachen denn hat. Und dazu werde ich jetzt mal das hier aufrufen. Das sind die möglichen Diagnosen. Bei denen wird uns angezeigt, welche möglichen Symptome es noch gibt. Das heißt nicht, dass die alle Symptome haben müssen, damit diese Krankheit diagnostiziert werden kann. Das ist nur so eine Auswahl.
Es gibt immer ein Symptom, das auf jeden Fall da sein muss, also das Hauptsymptom. Daran kann man es dann auf jeden Fall auch immer festmachen. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, wir könnten durch eine körperliche Untersuchung vielleicht noch mehr rausfinden über die Sache, ob er Nierensteine hat. Deswegen werden wir die jetzt erstmal einsetzen, bevor wir mit härteren Geschützen wie Biopsien kommen. Finde ich immer, dass man erstmal den sanfteren Weg gehen sollte. So, er begibt sich jetzt in die Chirurgie, weil er hier unten in der Allgemeinmedizin eigentlich nicht richtig aufgehoben ist und wird sich dann dort dem Arzt vorstellen. Wir können nebenbei bemerkt natürlich auch noch mehr Ärzte einstellen. Fürs Erste ist das hier eine Minimalbelegung, die wir hier sehen. Je nachdem, wie gut ausgelastet die Abteilungen sind, werden wir da auf jeden Fall noch was hinzufügen. So, die nächste Patientin meldet sich mit diversen Symptomen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Schlafprobleme, Ermüdung, Depression und Schwäche. Da weiß unser Allgemeinmediziner Charles Adams sofort, das ist ein chronisches Erschöpfungssyndrom, das ist in der Notaufnahme auch richtig aufgehoben. Und da können wir das Ganze natürlich auch behandeln mit Empfehlungen. Ne? Antidepressiva können wir noch gegen die Depression natürlich verschreiben, gegen die Schlafprobleme vielleicht ein Schlafmittel und Ruhe ist auch immer ganz gut. Deshalb machen wir das einmal das volle Programm. Hier sitzen auch schon die nächsten Wartenden. Und Joachim Eriksson ist mittlerweile oben in der Chirurgie angekommen. Seine Ärztin Jane Scott, die übrigens fantastisch ausgebildet ist, die ist auf Stufe 5 schon. Die hat ihn sich jetzt angeschaut. Körperliche Untersuchung hat nicht viel gebracht. Man könnte noch Temperatur messen. Und ansonsten schwierig. Na, wir gucken mal, vielleicht bringt die Temperaturmessung noch mal was. Ansonsten müssten wir entweder ein CT machen oder eine Biopsie oder vielleicht noch eine Urinuntersuchung wäre auch noch denkbar. Aber ich denke mal, wir werden jetzt eher einen CT machen. Allerdings, erstes Problem. In der Radiologie fehlen noch einige Leute. Uns fehlt hier noch ein Assistent für den CT. Ist das der CT oder das? Ich glaube, das ist der CT. Da werden wir jetzt mal einen Radiologieassistenten für den Tag zumindest einstellen. Also es gibt immer eine Tag- und eine Nachtschicht. Für den Tag haben wir es jetzt. Wenn wir nachts wirklich mal einen CT brauchen, dann können wir natürlich dann auch noch mal einen einstellen. Aber jetzt soll der erstmal zum CT. Mal gucken, ob wir da vielleicht Nierensteine sehen. Ja, Christina Lange mit ihrem Erschöpfungssyndrom kann nach Hause. Und wir können jetzt schon mal schauen, wie viele Patienten wir jetzt eigentlich schon in der Klinik haben. Machen wir zum Beispiel hier, da können wir hier aufrufen. Wir haben, oh, schaut mal, wir haben jetzt hier schon acht, neun Patienten, die hier warten. Da sollten wir auf jeden Fall noch einen zweiten Arzt einstellen, sonst schafft der eine das nicht. Hier gibt es diverse zur Auswahl. Die haben unterschiedliche Spezialisierungsgrade. Wir nehmen jetzt mal Frank Baker, der ist schön billig. Und gucken wir mal. Robert Karnes ist gerade aufgetaucht. Der hat Fieber, Kopfschmerzen, Halsschmerzen. Das deutet natürlich erstmal auf eine Erkältungskrankheit hin. Wir sehen hier, wir haben sehr viele Möglichkeiten jetzt. Wir müssen erstmal noch ein bisschen untersuchen. Wir fangen mal mit Abhören an, wie das ein Arzt machen würde, wenn er Erkältungssymptome hört. Erstmal abhören. Okay, das hat schon mal gut funktioniert, weil wir herausgefunden haben, dass er einen produktiven Husten hat, also einen Husten mit Schleimauswurf. Deshalb wissen wir, das muss eine bakterielle Tonsillitis sein, auch Mandelentzündung genannt. Das können wir jetzt diagnostizieren. Na, hier gibt es immer die finale Diagnose. Und das entsprechend dann behandeln. Auch die Symptome kann man natürlich zum Teil behandeln. Also nicht nur zum Teil, kann man alle behandeln, aber manches macht mehr Sinn als anderes. Und auch der nächste, Matthias Eigner, hat Windpocken. Kriegt gleich mal was gegen die Windpocken verteilt. Na, vielleicht noch eine kleine Betäubungssalbe für die Pusteln. Patricia Burgener ist in der Chirurgie oben und meldet, dass sie Harndrang, Inkontinenz und Dysurie hat. Das klingt nach einer Harnwegsinfektion. Also werden wir sie darauf behandeln. Ihr seht übrigens, dass es hier auch immer noch versteckte Symptome gibt. In diesem Fall vier. Also vier Symptome hat sie uns jetzt gar nicht genannt oder haben wir nicht rausgefunden. Aber da wir es auch so rausgefunden haben, was sie hat, können wir das jetzt auch so einfach behandeln.
Hauptsache ist, dass das Hauptsymptom quasi behandelt wird. Gucken wir mal, wie viele in der Chirurgie jetzt schon warten. Da haben wir auch schon 6 Leute. Ich glaube, hier brauchen wir auch direkt noch einen zweiten Arzt. Noch einen für die Allgemeinchirurgie. Herbert Meyer hat entweder Grippe A oder Grippe B. ja, das ist jetzt also, es ist beides eine Grippe, wird mit denselben Sachen im Grunde behandelt, nur das eine ist ansteckender als das andere und deswegen auch eine andere Abteilung. Wir versuchen das natürlich jetzt rauszufinden, was es ist. Wir müssen eine serologische Blutuntersuchung dazu durchführen. Horst Müller kommt hier an mit Nagelverfärbung, brüchigen Nägeln und Nagelverdickung. Und unser Arzt weiß, das muss ein Nagelpilz sein oder ein Athletenfuß. Ist übrigens beides im Grunde ein Pilz. Beim Athletenfuß könnte es noch sein, dass hier vielleicht ein Juckreiz da ist. Deswegen versuchen wir das mal rauszufinden, ob er das hat. Ansonsten müssen wir einfach eine Pilzinfektion, also eine Pilzkultur erstellen. Und kriegen es darüber raus, was er genau hat. So, jetzt was Neues. Manuela Kober kommt hier an und hat ein Ödem. Also eine Wasseranlagerung, Appetitverlust und Ermüdung und die Symptome, die blinken. Warum? Weil es hier ein gefährliches Symptom dahinter gibt. Also eins, das potenziell tödlich sein kann. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, sehen wir akutes Nierenversagen oder chronische Nierenkrankheit. Ist natürlich beides sehr heftig. Es gibt gefährliche Symptome. Wenn wir mal hier rübergehen, also ein Ödem ist zum Beispiel nicht gefährlich. Es gibt aber auch Sachen, die mittelgefährlich sind, zum Beispiel abdominale Schmerzen sind mittelgefährlich. Sowas wie hier ein Bluthochdruck, Hypertension, der ist gefährlich, weil das eben auch zum Herzstillstand führen kann. Wir müssen jetzt also erstmal ausschließen, welche gefährlichen Symptome sie genau hat. Deswegen werden wir erstmal den Blutdruck messen, als allererstes. Und dann eine körperliche Untersuchung hinterher, um vielleicht noch ein paar weitere Symptome herauszufinden. Dass es hier blinkt, macht es natürlich relativ einfach für uns rauszufinden, ob jemand gefährlich krank ist. Das kann man auch abschalten. Zum Beispiel, indem man hier auf diesen Arztmodus geht. Da kann man hier den Modus umschalten und zum Beispiel sagen, ich möchte nicht, dass die gefährlichen Symptome pulsieren, wie das hier. Oder ich möchte nicht, dass er mir anzeigt, wie viele versteckte Symptome es noch gibt, weil auch das manchmal einen Hinweis geben kann, was es sein muss. Und man kann auch einschalten, dass man überhaupt keine Hilfe bei der Diagnostik haben will. Das lassen wir jetzt erstmal noch aus. Kann ich euch aber auch noch zeigen. Joachim Eriksson. Okay, das ist jetzt interessant. Wir haben den ja zum CT geschickt, um rauszufinden, ob er vielleicht Nierensteine hat. Wenn er welche hätte, dann hätten wir das im CT gesehen. Das ist nämlich das zentrale Symptom hier. Wenn er das nicht hat, muss er zwangsläufig das andere haben. Also eine Blasenentzündung. Und darauf werden wir ihn jetzt behandeln, indem wir ihm Schmerzmittel geben. Ja, Entzündungshemmer sind das. Und ein Schmerzmittel vielleicht noch dazu. So. Manuela Kober. Da haben wir jetzt das gefährliche Symptom rausgefunden. Das war tatsächlich der Bluthochdruck. Das heißt, das Erste, was wir jetzt erstmal machen werden, ist, ihr ein Medikament zu geben, das den Blutdruck senkt. Und wir haben auch dadurch herausgefunden, durch unsere Untersuchung, dass sie ein akutes Nierenversagen hat. Das ist natürlich schon heftig. Also das sind jetzt schon die heftigeren Krankheiten als in der Allgemeinmedizin natürlich, ne? Das wird durch eine Dialyse behandelt. Zur Dialyse muss sie, soweit ich weiß, auf Station gebracht werden. Wir werden ihr auch noch einen Diuretiker geben. Das ist einfach ein abführendes Mittel. Oder abführend. Also ein Mittel, mit dem man auf jeden Fall mehr aufs Klo muss. Ruhe können wir ja auch immer verschreiben. Und dann wird sie jetzt wahrscheinlich auf die Station müssen. Ich muss jetzt mal kurz gucken, ob das auch ohne geht. Wahrscheinlich ja nicht, ne? Frank Brammen kommt hier an, hat auch diverse Symptome. Eins davon ist auch gefährlich. Und wir lernen hier, er hat Cholangitis. Das ist eine Infektion des Gallengangs. Ein gefährliches Symptom ist wahrscheinlich der Gallengang, der hier entzündet ist. Dafür muss er intravenös Antibiotika erhalten. Wir gucken mal, ob es noch irgendwas anderes gibt, was vielleicht gefährlich sein könnte. Nein. Dann braucht er auf jeden Fall
das richtige Medikament, Antibiotika. Wenn er sie intravenös bekommen will, muss er auf Station gebracht werden. Und ich würde sagen, weil er hier in ziemlich hoher Gefahr ist, werden wir ihn auf die Überwachungsstation direkt einweisen. Antibiotika, was gegen das Fieber, Ruhe auf jeden Fall. Analgetika sind ja Schmerzbehandlung, kann man auch auf jeden Fall machen. Und was Entzündungshemmendes noch dazu. Und wir können ihn dann auch noch mal körperlich untersuchen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Symptome, die man vielleicht bedenken müsste. Okay, sie muss tatsächlich auch auf Station, weil sie, naja gut, sie ist jetzt nicht mehr in Gefahr. Hier sieht man jetzt, das Symptom ist unterdrückt, dadurch, dass wir die Antihypertonika haben. Deshalb werde ich sie auf die normale Station verlegen. Sie ist eigentlich außer Gefahr schon. Holger Hefti kommt jetzt hier in die Allgemeinmedizin und sagt, seine Hand tut weh, er hat hier eine Verletzung. Und wir müssen entscheiden, ob das jetzt nur eine Prellung ist oder schon eine Fingerfraktur. Das kriegen wir natürlich nur raus, indem wir es röntgen. Deswegen geht es für ihn jetzt in den Röntgenraum. Markus Bause, der Nächste, der Symptome hat, hat auch Bauchschmerzen und Durchfall. Da gibt es jetzt sehr viele Möglichkeiten, was das sein könnte. Na, Darmfisseln, Morbus Crohn, diverse andere Dinge. Manche Sachen sind auch durchaus gefährlich davon. Wir probieren erstmal, ihn körperlich zu untersuchen. Vielleicht kriegen wir noch was raus. Wir müssen das erstmal eingrenzen, was er hier haben kann, weil 7% Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht besonders hoch, ne? Bei ihm haben wir jetzt Blähungen rausbekommen. Okay, es wurde schon etwas weiter eingegrenzt. Gucken wir mal, wie wir es noch weiter eingrenzen können. Fieber hat er nicht. Heißt aber nicht, dass er jetzt keinen Morbus Crohn hat, ne? Zum Beispiel. Das muss ja nicht sein. Wir können es auch, naja gut, wir könnten es mit einem CRP-Test probieren. Das ist ein schneller Bluttest, sage ich mal, der bestimmte Proteine misst. Lars Osterloh hat eine Fußverletzung und ist dort auch druckempfindlich. Das heißt, wir müssen auch bei ihm gucken, ob er irgendwas gebrochen hat. Dann geht er in den Röntgen. Den sehen wir übrigens hier, den Röntgenraum. Na, also da liegt jetzt schon einer. Bei ihm kam über den CRP-Test auch nichts raus. Was können wir noch versuchen rauszufinden? Also Morbus Crohn würden wir über eine CT-Enterographie rausfinden, eine Darmfistel über eine Röntgenuntersuchung mit Kontrastmittel. Eine Peritonitis wäre mit einer Analyse der Peritonealflüssigkeit rauszufinden. Colitis, was auch immer das hier ist, was soll denn das sein? Ist ein Geschwür im Dickdarm, okay. Würde man auch über eine CT-Enterographie rausfinden. Hier wäre es eine Stuhlanalyse. Also sehr verschiedene Sachen, die wir hier ausprobieren können. Ich werde es mal mit einer Enterographie ausprobieren, weil wir damit zwei Sachen schon direkt ausschließen können. Rainer Stachelhaus. Oha. Der hat jetzt wieder ein bisschen was Heftigeres. Also, erstmal hat er 8 versteckte Symptome. Er hat HUS, das ist ein hämolytisch-urämisches Syndrom. Ist eine Nierenerkrankung. Um es mal kurz zu machen. Wir müssen rausfinden, was bei ihm so gefährlich ist. Also außer dem E. coli-Toxin, wofür er eine Bluttransfusion übrigens braucht, gibt es außerdem noch gefährliche Symptome. Sieht nicht unbedingt so aus. Nee. Es gibt ein paar mittelmäßige Sachen. Wir werden ihn auf jeden Fall körperlich noch untersuchen. Aber ansonsten gehört er einfach auf die Station bei uns und muss eine Bluttransfusion und diverse andere Dinge bekommen. Ja, wir können ihn auch noch abdominal abtasten. Und wir werden jetzt mal versuchen, ihm zu folgen. Mal sehen, wo er hingeht. Er hat eine Bronchitis, können wir noch zwischendrin hier behandeln. Eigentlich wollte ich ihn ein bisschen verfolgen, aber das funktioniert gar nicht so gut. Okay, denn er geht jetzt hier auf die Überwachungsstation, da liegt ja auch schon einer, ne? Und wird es dann hier versorgt. Das werden wir jetzt gleich nebenbei noch ein bisschen beobachten. Während er, naja, toll, der hat auch wieder Grippe A oder Grippe B. Frank Brammen, der andere, der hier auf der Überwachungsstation ist, der hat seine ganzen Sachen bekommen. Es geht ihm mittlerweile auch ein bisschen besser. Das Einzige, was er jetzt machen muss, er muss jetzt einfach nur abwarten, bis die ganzen Symptome abklingen und er quasi geheilt ist. Sven Tell kann nach Hause.
Der andere liegt jetzt hier und wird jetzt gleich von dem Arzt, von dem Stationsarzt untersucht. Währenddessen kriegen wir hier wieder raus. Grippe B ist es. Timo Hagenmüller hat ein Magengeschwür. Und das heilt man mit einem Protonenpumpenhemmer. Ihr seht jetzt, der Arzt, der hat das jetzt hier behandelt, der hat ihn untersucht und ihm auch alles hier, das Ganze verschrieben. Und ja, dann wird auch bei ihm jetzt das Symptom abklingen. Wenn er geheilt wird, dann entlassen wir ihn. Und dann bekommt man eben auch das Geld. Also je nachdem, wie schwer die Krankheit ist, bekommen wir auch mehr. Für eine Erkältung bekommen wir nicht viel, aber hier bei HUS bekommen wir 1200 Dollar dafür, für die Behandlung. Das ist natürlich nicht verkehrt, ne? Und was ich euch auf jeden Fall noch zeigen wollte, war ja der andere Modus. Wir können uns jetzt ja hier beobachten, also der hätte jetzt vier versteckte Symptome. Wir können jetzt zum Beispiel ausschalten, dass wir keine Hinweise bei der Diagnostik bekommen wollen. Dann sehen wir jetzt schon mal, wir bekommen jetzt alle möglichen Untersuchungen. Auch die, die hier überhaupt keinen Sinn machen, wenn es um Frakturen geht. Also zum Beispiel sowas wie ein Sehtest hilft einem natürlich nicht viel, wenn jemand ankommt mit meiner Hand tut weh. Da muss man dann selber überlegen, was davon sinnvoll ist. Ne? Wenn ich die Anzahl der versteckten Symptome mal ausblende, sieht man, wir wissen jetzt nicht mehr, wie viele das sind. Ne? Also klar, wir wissen, dass das vorher vier sind, aber jetzt wissen wir es halt nicht. Ne? Und wenn das jetzt pulsieren würde, dann könnten wir das noch ausmachen. Das wäre der Spezialistenmodus. Den lassen wir jetzt mal an. Die hat auch wieder viele mögliche Sachen. Sie hat halt nur Durchfall und Gewichtsverlust. Das ist noch relativ unspezifisch. Da müssen wir ein bisschen mehr rausfinden. Und jetzt passiert wieder was Besonderes. Ich habe es gerade schon gehört. Und zwar ist gerade unser Krankenwagen losgefahren, denn es gibt einen Notfall. Den müssen wir uns gleich anschauen. Jetzt erstmal körperliche Untersuchung bei ihr und abdominales Abtasten hinterher. So, unser Krankenwagen ist angekommen. Erstmal versorgen wir hier noch kurz die Pilzinfektion. Und sie ist auch fertig. Okay. Und das sehen wir jetzt. Okay, der Typ kam an. Erstens, er blutet. Sieht man ja hier, ne? Der hat hier irgendwie eine Blutwunde. Hier überall wird jetzt hier Blut spritzt hier überall rum. Und wir müssen jetzt rausfinden, was hat der Typ. Also erstens, er hat eine heftige Blutung, Blutverlust, einen hypovolämischen Schock, also lebensbedrohlicher Zustand durch geringes Blutvolumen und eine offene Wunde. Das muss natürlich erstmal versorgt werden. Das machen die hier auch erstmal automatisch. Also wir haben ja erstmal die Notfallversorgung, die fängt sofort hier an, ihn erstmal die Notversorgung hinzusetzen. Bluttransfusion machen wir auch sofort, damit hier der Blutverlust ausgeglichen wird. Währenddessen schicken wir hier einen wieder nach Hause. Dann müssen wir uns jetzt überlegen, was hat er? Also er hat entweder einen hepatosplenischen Einriss. Das passiert, wenn ein Objekt in den Körper eindringt und sowohl Leber als auch die Milz gleichzeitig einreißt. Das hört sich echt schmerzhaft an. Dann haben wir hier eine Leberruptur, eine Milzruptur, einen splenopankreatischen Einriss. Das ist, wenn ein Objekt den Magen und die Milz gleichzeitig verletzt. Oder einen traumatischen Herzstillstand, was zum Beispiel passieren kann, wenn das Herz einem was abbekommt. Ja, also die beiden versorgen den jetzt. Und wir werden jetzt gleich sehen, wie langsam die Symptome hier gestillt werden durch die ganzen Sachen. Danach werden wir ihn direkt mal körperlich untersuchen. Vielleicht kriegen wir ja was raus. Und Günther Wiesel kann auch nach Hause gehen. Okay, Markus Bause hat eine Darmfistel. Dafür muss er operiert werden. Noch eine neue Sache, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Also erstens, wenn er operiert wird, dann muss er selbstverständlich bei uns aufgenommen werden auf Station. Also erstmal auf die Überwachungsstation, weil er ein bisschen mehr überwacht werden muss. Wir planen eine OP für ihn ein. Außerdem bekommt er ein paar Schmerzmittel und irgendwas gegen seinen Durchfall. Und der wird jetzt hier direkt eingewiesen. Also er läuft da sogar noch hin. Laufen kann er noch. Und der läuft jetzt wieder hier rüber und wird dann demnächst auf dem Operationstisch landen. Währenddessen wird Ulrich Lorenz erstmal ein bisschen Ruhe verschrieben gegen seine Mandelentzündung. Und wir gucken mal, was unser Patient hier macht. Beziehungsweise sie.
Oh, Nicole Apel. Die kommt hier an mit Schmerz, Druckempfindlichkeit und Hämatom. Wir wissen jetzt aber nicht, wo, ironischerweise. Also wir wissen nicht, wo sie blaue Flecken hat. Ob das jetzt am Arm, am Bein, am Brustkorb, am Kopf, am Fuß oder wo ist das, ne? Wir wissen es nicht. Wir können versuchen, jetzt eine körperliche Untersuchung durchzuführen. Vielleicht kriegen wir es darüber raus. Ansonsten kann es sein, dass wir einmal den ganzen Körper durchröntgen müssen, bis wir rausfinden, ob sie irgendwie einen Bruch hat. Nicole Apelt. Ja, wir haben leider nichts weiter rausgefunden. Tja, dann werden wir jetzt wohl mal anfangen, erst den Arm zu röntgen. Und Marco Canis. Haben wir was rausgefunden? Er hat eine abdominale Verletzung. Die ist jetzt zwar durch die Notfallversorgung auch schon unterdrückt, aber wir wissen davon jetzt noch nicht, ob er eine Milzruptur, eine Leberruptur oder irgendwas anderes ruptiert hat. Aber hier in dem Traumazentrum haben wir eine spezielle Untersuchungsmöglichkeit, nämlich die FAST-Analyse. Das ist in dem Fall eine Ultraschalluntersuchung. Das ist natürlich in dem Fall eigentlich die beste Wahl. Da sieht man, sie geht jetzt hier zu diesem Ultraschall. Er muss nochmal das T-Shirt ausziehen, falls er überhaupt bei Bewusstsein ist. Und dann untersucht sie jetzt hier ganz genau, ob er irgendwas hat. Okay, Julia Pfeiffer hat eine Sprunggelenksprellung. So, okay. Marco Canis, wir haben durch die Sonografie herausgefunden, dass er eine Milzruptur hat. Auch das muss operiert werden. Das heißt, das Erste, was wir jetzt machen, wir haben jetzt erstmal die Diagnose gestellt, dann überweisen wir ihn in die Chirurgie. Er wird auch automatisch auf die Überwachungsstation dann gebracht und wir planen natürlich die OP ein. Gibt es noch irgendwas, was man vielleicht wissen sollte? Wir können ihn vielleicht nochmal abdominal abtasten zwischenzeitlich, ob er hier eine Abwehrspannung hat, aber gut. Der wird dann jetzt also gleich hier nach oben transferiert, weil er ja bewusstlos ist, wird er auch nicht selber laufen müssen. Apropos, ich wollte mal schauen. Ah ja. Wurde der jetzt schon operiert? Nee. Wir haben hier ja einen aufgenommen, der operiert werden sollte. Und der OP-Saal ist hier hinten. Sieht aber nicht so aus, als wäre der hier schon unterwegs, oder? Ja, ich meine, hier Markus Bause, dafür, dass er hier eine abdominale OP vor sich hat, ist eigentlich noch relativ fit. Der läuft hier immer noch rum. Ich wollte nämlich gerade mal schauen, wie die OPs eingeplant sind. Können wir mal schauen. Chirurgie geplante Operation. Und da sehen wir jetzt, Marco Canis hat ein höheres Risiko, deswegen wurde er jetzt als Prio 1 hier eingesetzt. Das können wir auch manuell machen. Das heißt, es wird jetzt erst eine Milzruptur-Operation geben und dann die andere. Okay, und sie wollen jetzt tatsächlich starten. Man sieht das jetzt hier. Die Schwestern machen sich hier schon für die OP bereit. Die Ärzte, die will jetzt hier diese abdominale OP durchführen. Das heißt, das funktioniert. Das ist sehr gut. Dann können wir jetzt jeden Moment beobachten, wie er hier abgeholt wird. Na, da kommt die Schwester, holt ihn jetzt zum OP ab. Und dann wird er einmal rüber transportiert. Und es beginnt. Er liegt hier schon auf dem OP-Tisch. Alle machen sich bereit. Das ganze OP-Team steht jetzt um ihn herum und jetzt können wir das ganz genau beobachten. Also was heißt ganz genau? Es wird uns natürlich nicht komplett gezeigt, was hier passiert, aber wir können das hier tatsächlich relativ gut beobachten, was hier passiert. Ne, da haben wir einen Anästhesisten. Die unterhalten sich auch miteinander. Da habe ich jetzt offenbar gerade aufgemacht. Ein bisschen blutig ist es schon, ne? Also, ich meine, das ist alles in so einem, ja, annähernden, so einem Comic-Stil. Ich glaube, das ist durchaus Absicht, damit das Ganze nicht ganz so heftig auf einen wirkt. So, diese OP läuft da eine ganze Weile, ne? Währenddessen ist man natürlich permanent damit beschäftigt, weitere Leute hier nach Hause zu schicken mit ihren Problemen. Ja, und da ist die OP schon fertig. Das war's. Er wird jetzt gleich wieder zurückgebracht. Dann nochmal untersucht. Man kann ihn auch nach der OP
dann nochmal untersuchen, so eine postoperative Untersuchung machen. Nicht, dass er irgendwelche postoperativen Blutungen oder so hat. Das gibt es tatsächlich auch im Spiel. Ja, aber damit haben wir hier unsere erste erfolgreiche OP, ich würde es jetzt einfach mal erfolgreich nennen, ne? Abgeschlossen und hoffen natürlich, dass Marco Canis wieder gesund wird. Gut, und da ist er wieder auf seinem Zimmer. Wir können jetzt mal schauen, dass wir ihm noch mal eine körperliche Untersuchung für nach der OP verschreiben. Ja, das ist meine kleine Vorstellung zu Project Hospital gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick in dieses Spiel gewinnen, wie das Ganze funktioniert mit dem Diagnostizieren, Behandeln, den OPs und. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn man noch sehr viel mehr von diesen Stationen hat, dass die Sache dann doch nochmal etwas anstrengender und stressiger werden kann. Gerade wenn dann auch sehr heftige Sachen kommen. Wir haben jetzt eine Sache erlebt mit dieser Milzruptur hier. Da gibt es auch noch viel heftigere Einlieferungen, wo es wirklich dann richtig um Leben und Tod geht. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, was ihr zu dem Spiel denkt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Türchen wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.